Leute, weiter geht's bei Kirby's Dreamlands 3. Wir könnten jetzt theoretisch König DDD herausfordern, aber wir wollen erst noch Nago seiner Freundin ein bisschen näher bringen. Und wenn ich mir gerade sowas überlege, wir haben 5 Welten, wir haben aber 6 Partner. In jedem Level oder in jeder Welt hat ein Partner seine Liebe gefunden, sag ich mal. Aber 5 Level, 6 Partner, jemand ging leer aus. Und ich finde es ein wenig traurig, dass ich das sagen muss, aber es war die Eule. Die Eule hat keinen Part gekriegt. Wie unfair ist das denn? Ein Grund mehr, der Eule immer ein bisschen den Vorrang zu geben, ja. Aber genug gelabert. Jetzt ist Nago an der Reihe. Wow. Haben wir, glaube ich, auch noch nie gesehen. Ja, das ist jetzt das Wichtigste. Einfach nur überleben. Einfach nur überleben. Was macht Feuer nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, ja, diese tolle, tolle Flammensäule. Ich denke, die ist ganz okay. Ja. Immerhin ein kleines bisschen eine Fernkampfattacke. Das ist okay. Das ist okay, ja. Damit gehen wir weiter. Wie gesagt, Fähigkeiten etc. sind egal. Ich muss es nur bis zum Ziel schaffen, ohne Nago zu verlieren. Sorry, ihr zwei. Nago ist jetzt bereit, um seine Liebe zu finden. App und weiter. Oh mein Gott. Werde ich hier getroffen? Nee. Okay, einmal getroffen. Einmal zu viel auf jeden Fall, aber... Okay, man kann nicht alles haben. Man kann halt nicht alles haben. Weiterhin vorsichtig sein, dann geht's. Aber das Level war ja auch ziemlich lange irgendwie. Moment, jetzt klug sein. Hier oben gleich, hier unten gleich alles auslöschen. Ja, hat funktioniert. Okay, hier schnell sein. Auch das klappt. Diesmal sind wir auch klug. Der soll hier mal was kaputt machen. Dann am besten gleich nochmal. Hier. Scheiße! Ja gut, das war jetzt irgendwie anders geplant, aber lassen wir das. Lassen wir das. Sorry, ihr beiden. Auch ihr müsst Geduld haben. Okay, solche Passagen finde ich dann nicht so gut. Nicht so passend. Ja, der Arsch von Nago war gerade komplett in diesem Felsteil drin. So schön vorsichtig und langsam. So. Gefahr gebannt. Jetzt kann ich hier einfach nur rennen, oder? Hier warten wir. Und jetzt rennen wir. Warum sind das solche komische Ventilatoren da an den Wänden? Sieht komisch aus. So, ihr seid alle auch kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob mir diese Äpfel auch wehtun würden. Befürchte doch. Befürchte doch, aber am besten testen wir es gar nicht erst aus. Ihr würdet mir... Nicht cool! Nein! Nago nicht verlieren. Da wollte ich jetzt zu schnell sein und ja, wollte zu viel. Aber wir können es immer noch schaffen. Ich glaube, irgendwann kriege ich ja eine Heilung, oder nicht? Weiß gar nicht mehr. Ja gut, das Leben... Ja doch, komm. Holen wir uns, warum auch nicht. Wir können es ja. So, wir nehmen aber weiterhin das Feuer mit. Fernkampf ist keine verkehrte Sache, würde ich sagen. Gut. Gut. Solche Passagen sind ein wenig gefährlich. Ja, genau deswegen. Was? Weg hier! Sorry, ihr zwei. Diesmal nicht. Dann kriege ich das nicht kaputt hier. Na okay, dieses Leben kriegen wir nicht. Wisst ihr was? Wir gehen ganz schnell weg. Jede Gefahr so schnell wie möglich aus dem Weg gehen. Okay, hier schnell sein. Einfach nur schnell sein. Gut, 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 gut.
Da. Geh weg, du Gesicht. Du machst mir ein wenig Angst. Hier die Attacke spammen. Ja, auf jeden Fall. Gut, und wir gehen. Nee, oben lang reicht dieses Mal nicht aus. Das ist echt gefährlich hier. Aber hier haben wir kurz eine Verschnaufpause. Kirby kann ein bisschen durch die Gegend rollen. Und wir gehen weiter. Sorry, auch ihr zwei diesmal nicht. Ha! Die Combo ist echt cool, Nago mit Feuer, muss ich sagen. Oh, das finde ich jetzt aber nicht ganz so schön hier. Finde ich echt nicht ganz so schön. Aber hier sollte ich safe sein auf diesen Doppelsteinen hier. Ja, auch geschafft. Und was ich wunderschön finden würde, wäre die Tatsache, dass wenn ich das Level abschließe, ich die Maxi-Tomate kriege. Ja, denn ihr wisst, was nach diesem Level, nach dem erfolgreichen Durchspielen dieses Levels ansteht. Und zwar ist es König DDD. Das, ja. Möchte ich nicht mit so wenig Energie schaffen, ehrlich gesagt. Komm runter da. So, und dann du noch. Du noch. Und du noch. Ja, wenn ich vorsichtig spiele, dann geht's. Dann geht's ja. Habe ich jetzt gesagt, jetzt habe ich die Klappe zu weit aufgerissen und jetzt ja. So, den ganzen Scheiß hier spammen. Sollte mir nicht viel passieren. Noch einer! Mit dem habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Oh, da ist Energie für mich. Was? Wo kam der kleine Typ her? Der kam beim letzten Mal nicht. Vielleicht, weil ich darüber geflogen bin. Vielleicht triggern diese Plattformen diesen Gegner. Könnte ich mir halt echt gerade vorstellen. Hm. Ha! Das war auch gut. Und Energie. So, ich bin wieder voll. Klasse. Klasse, klasse, klasse. So, und hier kann mir herzlich wenig passieren, nehme ich an. Noch ein Leben. Perfekt. Und weiter. Haben wir es bald geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Wunderbar. Habt ihr gesehen? Wow. Okay, ihr zwei. Habt euren Spaß. Denn ich muss mich jetzt brutaleren Dingen zuwenden, okay? Macht's gut. Viel Glück. Ich muss mich jetzt um König DDD kümmern. So. Ich habe volle Energie. Das passt perfekt. Und ich habe ein Sternherzchen nicht gekriegt. Perfekt. Okay, King DDD. Es wird Zeit. Hallo, Typ. Ah, ich kann ihm auch jetzt schon schaden. Perfekt. Perfekt. Ja, gegen so Bosse habe ich immer gern die Feuerballfähigkeit. Na, was? Okay, das war nicht so schön. Ja, wenn er mich nicht gerade einsaugen möchte, denke ich mal, ist die Feuerballfähigkeit am besten. Ja, der ist gleich kaputt, habt ihr gesehen? Er ist schon kaputt. Was macht er da? Was macht er da? Was zur... Was zur... Zur Hölle ist das? Warum hat der ein Auge in sich drin? Der Typ will mir nicht gefallen. Er ist nur ein Zombie quasi. Er ist echt nur ein Zombie. Dass ich auf den Burgzinnen kämpfen... Oh, was zur Hölle? Habt ihr das gesehen? Was hat das für eine kranke Scheiße hier? Ja, warum kann ich auf den Burgzinnen kämpfen? Oh Gott, nein, wieder dieser... Gott, das ist echt verstörend hier. Ernsthaft. Echt verstörend. Nimm das, DDD. Und dann. War's das? Scheinbar war's das. Das war's. Ha! Das war's schon. Das war das vermutlich schlechte Ende. Cool. Okay, das ging schnell. Das ging halt sehr schnell.
Oh, wir haben König DDD besiegt! Perfekt! Das war relativ leicht. Ja, mit der Feuerbarfähigkeit war es definitiv ziemlich leicht. Super, Leute! Genau so wollte ich das sehen. Ja, man sieht noch die ganzen Charaktere unten. Schön gemachter Abspann. Aber ein Resümee zum Spiel werde ich dann erst nach dem richtigen Ende abgeben, okay? Erstmal genießen wir die Ungewissheit und den, ja, den Glauben, dass wir das Spiel beendet haben. Oh, Pon Pon. Hallo, Pon Pon. Oru. Ein paar der Namen sind komisch. Und Gui, da der blaue Typ da, der kommt Kirby beinahe nicht hinterher. Ja, Kirby muss immer warten. Kani, die Krabbe. Nö. Joe, der Haifisch, okay? Warum nicht? Diese komischen Dinger, die alles zurückgeworfen haben. Boten, ach so. Ja, doch. Ich wollte schon sagen, haben wir gar nie gesehen, aber doch, haben wir. Doka, der Buddeltyp. Peran, das seltsame Vieh, das sich hinter der Wand versteckt hat, ja. Sind schon ein paar coole Gegner dabei, muss man sagen. Ja, designtechnisch, doch, Daumen hoch. Gefällt mir sehr gut. Die Musik ist so schön beruhigend, so richtig so. Ah, du kannst dich jetzt zurücklehnen, du hast das Spiel geschafft. 1A gemacht, super. Aber wir wissen es besser. Da, Korori, der coole kleine Pinguin. Pelo, das komische, blöde Gesicht. Ah, die Spinne, ja, klar. Propeller, ja, da gab es tausende Ausführungen. Das Buttermon. Das muss ich gleich mal googeln. Es gibt ziemlich sicher ein Digimon, das so heißt. Einfach nur, weil Mon und so, ne? Kann ich mir gerade vorstellen. Hier die Minibosse. Müssen natürlich auch alle aufgezeigt werden. Ja, besonders der Besen, der war super. Jumper Shoot. Komischer Name. Yuki. Ja, Blocky war früher eigentlich immer braun und nicht so gräulich. Und lass mich raten. DDD. Nein? Was ist das? Ein Fragezeichen. Oh Gott, und ein bedrohliches rotes Auge. Ach du Scheiße. Das hat mir nicht gefallen. Okay, aber das Spiel startet neu. Leute, ich will diese Musik als Klingelton haben, ganz im Ernst. Die ist fantastisch. 90% haben wir erst. Was zur Hölle? Ja. Gut, Leute. Aber ja, doch, in diesem Part machen wir es noch. Es gibt noch was zu tun, und zwar Samus Aran zu helfen. Und ich meine, was wollen wir mehr als Samus Aran helfen? Das ist fantastisch. Und wir wissen ja auch, ouch, wir wissen ja auch, wie das funktioniert. Wir brauchen als erstes mal die Eisfähigkeit. Und wir müssen das Ganze hier überleben, das ist klar. Und durch da. Ach so, ja, diese Scrolling-Scheiße hier. Uncoole Sache, das! Fliegende Gegner auch noch, fantastisch. Nicht. Ah, hier, ich wollte schon sagen, kommt hier irgendwo ein Eisgegner? Ah, weg da. Nein. Falsch gelandet. Auf die falsche Seite geblickt quasi. Dann springen wir hier rüber. Wo ist meine Tür? Ja, von hinten auch noch Gegner, ist klar. Nein, 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 nein. Es wird mir hier alles ein bisschen zu hektisch. Tür? Tür, wo bist du? Da. Oh, schnell rein. Okay, okay, okay. Alles gut. So, von der Kälte in die Affenhitze hier. So. Jetzt gilt es, vorsichtig zu sein. Die Eisfähigkeit darf ich nicht verlieren. So, gehen wir hier rein. Wollen wir noch einen Partner mitnehmen? Nee, dich nicht.
Ja, ich glaube, wir nehmen ihn hier mit. Unseren kleinen Pitch-Freund. Aber wie gesagt, wir sind vorsichtig. Machst du was hier unten? Ja, du springst in die Höhe. So, hier drin. Das erste Metroid. Autsch. Lass mich in Ruhe. So, und? Bam, in die Lava geschleudert. Kirby hat einen Metroid gekillt. Verleiht ihm einen Orden. Ganz im Ernst, ich meine, das schafft nicht jeder. Ein Metroid zu killen schafft echt nicht jeder. So, und jetzt hier. Metroids im Doppelpack. So, ein Metroid ist tot. Das andere folgt sogleich. Hoffe, ich mache das richtig, aber ich glaube ja. Anders kann man die Viecher gar nicht besiegen hier, glaube ich. Ist da oben was? Ja, ein Gegner. Fantastisch. So, und hier sind die letzten Metroids des Kirby-Universums. Yeah! Wir haben sie alle platt gemacht. Diese drei Stück hier, das ging besser als erwartet. Autsch. Lalala. Moment. Kommen noch mehr Metroids? Behaupte mal nein. Ha. Die Fähigkeit möchte ich mitnehmen, bitte. Damit ich sie gleich habe, denn im nächsten Part steht nochmal der Kampf gegen König DDD an. Und ihr habt gesehen, dass der Feuerball eventuell nicht die schlechteste Wahl ist, ja? So. Komm runter. Ja, wenn ich mich jetzt gleich auch noch voll heilen könnte, das wäre natürlich fantastisch. Ja, so viel dazu. Weil dann brauche ich keine Maxi-Tomate zu sammeln am Ende des Levels. Ah, geh weg, du Vieh. Jetzt so mit dieser... Kacke. Jetzt so hier mit dieser Fähigkeit. Oh Gott, wir sind zu langsam unterwegs. Nochmal, was wollte ich sagen? Mit dieser Fähigkeit hier... Nein, shit. Nein! Leute, ich sterbe. Gott, ich bin viel zu langsam. Runter! Ich habe nichts mehr gesehen. Fantastisch, nicht wahr? Toll. Ich habe nichts mehr gesehen. Ja, das ist ein bisschen zu knapp berechnet hier. Aber es geht okay, weil es ist ein... Es ist halt ein Level in der letzten Welt, ja? Und dann darf es ruhig ein bisschen schwer sein. Mein Problem ist jetzt natürlich, ich habe die Feuerballfähigkeit nicht mehr. Aber egal. DDD sollten wir auch ohne Fähigkeit schaffen. Hauptsache, ich kann mit voller Energie dahin gehen. Au. So, und rein da. Mein Gott. Oh, Samus Aran ohne Helm, ja. Deswegen wollte ich das genau hier machen. Weil man Samus zweimal sieht. Einmal mit Helm und einmal ohne. Yeah, und Samus mag uns. Samus mag den kleinen Kirby. Perfekt. So, nehmen wir das mit. Und versuchen, unsere Energie aufzuheilen. Moment, das sollten wir hinkriegen. Höp! Ja, perfekt. Okay. Warum habe ich jetzt nur noch ein Leben? Warum habe ich jetzt nur noch... Oh Gott, ich habe nur noch ein Leben, Leute. Habt ihr das gesehen? Weil ich das Spiel zu Ende gespielt habe, vermutlich. Ach du Scheiße. Okay, Leute. Aber im nächsten Part werden wir versuchen, das Spiel richtig zu beenden. Bis dahin, macht's gut, Leute. Vielleicht auch besser. Tschüss.